Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es den Anfänger-Guide für Griefer Games 2023. Da es aktuell mit YouTubern ziemlich rar auf YouTube aussieht, was Griefer Games angeht, habe ich mich dazu entschlossen, mal einen aktuellen Griefer Games Anfänger Guide zu starten, damit, wenn ihr Anfänger seid, ihr auch eben über alles Bescheid wisst, über das ihr Bescheid wissen müsst. Fangen wir ganz schlicht und ergreifend einmal im Servermenü an. Also wenn ihr auf Mehrspieler geht, dann wollen wir uns erstmal den Server einspeichern. Bei Servernamen können wir Griefer Games einfach mal hier eingeben. Das ist ja relativ irrelevant, was hier oben steht, aber zum Verständnis halber würde ich hier euch Griefer Games empfehlen. Und die Serveradresse ist griefergames.net. Wenn ihr das so eingegeben habt, dann einfach mal fertig klicken und dann wird euch dieser Server hier so eingespeichert und mit Server betreten werdet ihr auch dann hier eben connected. Eine ganz wichtige Sache, die bei mir jetzt auch im Chat steht, GG auf, du wurdest erfolgreich verifiziert. Das ist ein, also GG auf ist ein Verifizierungsmittel, sozusagen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Griefer Games. Bedeutet, sollte euer Minecraft-Account aus welchen Gründen auch immer mal gestohlen werden in Bezug auf Griefer Games speziell, dass jemand zum Beispiel versucht, eure Items zu klauen, verhindert dieses System genau das. Mit /GG auf kommen wir nämlich auf die Authentifizierungsseite von Griefer Games. Das solltet ihr eigentlich normalerweise immer aktivieren, beziehungsweise solltet ihr euch dort registrieren, dann ist euer Account einfach geschützt. Wir klicken hier einfach mal auf den Link und dann landen wir auf dieser Seite. Griefer Games, willkommen bei Griefer Games auf. Hier können wir uns einmal anmelden, das ist, wenn ihr schon einen Account habt, und registrieren. Da klickt ihr einfach mal drauf. Bei mir steht jetzt, dein Minecraft-Account ist bereits verbunden, melde dich an, um fortzufahren. Ihr folgt am besten einfach hier den Schritten auf der Seite und tut euch dann eben später hier mit eurer E-Mail oder mit dem Benutzernamen. Ich empfehle immer mit der E-Mail, ist irgendwie für mich übersichtlicher, und dann mit eurem Passwort eben anzumelden. Ihr braucht euch nicht jedes Mal beim Joinen des Servers hier anmelden. Nur wenn eure IP gewechselt ist, das ist in der Regel bei einem Router-Neustart. Oder wenn ihr euch von unterwegs irgendwo aus einloggt, dann habt ihr natürlich eine andere IP als zu Hause. Dort müsst ihr euch dann eben verifizieren. So geht das System eben gegen andere Leute, die nicht Zugriff auf euren Account haben sollen, vor. Das hatte ich zwar jetzt nicht auf meiner Liste, aber das ist so ein Ding. Das habe ich bis jetzt noch in keinem anderen Anfänger-Guide gesehen, weil dieses System auch noch relativ neu ist. Deswegen ist das auf jeden Fall ganz wichtig zu erwähnen. Wenn wir hier joinen, dann haben wir einmal links den 1.19 City Build und den 1.8 City Build. Den 1.19 City Build, den behandle ich heute nicht. Heute geht es um den standardmäßigen 1.8 Server, der auch seit 2016 ebenso hier besteht. Den hauen wir oder rechtsklicken wir einfach mal, je nachdem. Und dann landen wir in diesem Raum mit sehr, sehr vielen Portalen. Jetzt müssen wir erstmal entscheiden, oder ihr müsst erstmal entscheiden, auf welchem City-Build möchte ich denn spielen. Ich gebe euch natürlich hier so kleine Ratschläge, wo ihr am besten anfangen könnt oder solltet. Jeder City-Build ist eine eigene Welt oder eine eigene Stadt, ein eigener Staat. Aber ihr könnt auch die anderen Staaten oder Städte, wie ihr es sehen wollt, eben auch besuchen. Ihr seid jetzt nicht, wenn ihr in ein Portal reingeht, kommt ihr da nie wieder raus. Ihr könnt auch nach Jahren oder Monaten oder auch nach ein, zwei Tagen, wenn ihr wollt, wieder den City-Build wechseln. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wo solltet ihr denn zum Anfang erstmal hin und wo nicht? Wo ihr auf gar keinen Fall hingehen solltet, ist der City-Build Evil. Ja, City-Build, das ist eigentlich, dort gibt es nur Casino, Glücksspielzeug. Das ist auch kein normaler City-Build wirklich. Also zum Spielen auch eher ungeeignet. Daneben haben wir Extreme und Nature. Das sind zwar City-Build-Server, die jetzt auch nicht so natürlich sind wie die ganz anderen City-Builds von 1 bis 22.
Aber für den ganz normalen Start würde ich euch diese beiden speziellen Citybuilds auch erstmal nicht empfehlen. Genauso wenig empfehle ich euch Citybuild 1. Das ist so unsere Dorf-Disco, wie abgegrieft der Owner vom Server das gerne sagt. Dort lungern sich viele Scammer rum. Es gibt natürlich auch scamfreie Spieler und auch viele Shops dort, die natürlich auch scamfrei sind. Was Scammer sind, dazu später nochmal mehr. Aber Citybuild würde ich euch auch nicht empfehlen, den ersten. 2 und 3, bei 2 kann ich nicht viel sagen, aber da gibt es auf jeden Fall viele nette Leute, das weiß ich. Der dritte Citybuild, der ist etwas leer, muss man ehrlich sagen. Der ist etwas, wenn ihr eher die ruhigeren Leute seid, aber ihr habt auch hier zum Beispiel auf den höheren CBs, wie zum Beispiel 17 oder die 16, die ist auch etwas ruhiger. Mein Citybuild ist der Citybuild 4. Ich bin aber auch gerne mal auf Citybuild 5 unterwegs. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hier in das Portal von Citybuild 4 rein. Dann joinen wir hier dem Server. Diese Informationen hier bekommt ihr alle nicht. Das liegt daran, dass ich die Labby-Mod benutze. Das ist nochmal eine zusätzliche Mod für Minecraft. Die habt ihr ja im Normalfall nicht. Und dann landen wir eben hier am Spawn. Das erste, was wir machen, wenn wir hier am Spawn sind, ich habe jetzt ein etwas erweitertes Sichtfeld. Das liegt daran, dass ich hier sogenannte Yeezys anhabe. Dazu später auch nochmal mehr. Das erste, was wir machen sollten oder was ihr machen solltet, ist /p-auto. Damit wird nämlich euch ein Plot zur Verfügung gestellt, wo ihr eben drauf bauen könnt. Das Ganze geht bei mir jetzt nicht, weil ihr maximal 4 Plots haben könnt. Plots sind halt die Grundstücke, auch GS genannt. Das hier ist jetzt zum Beispiel mein Plot. Das geht jetzt auch, ist etwas länger. Man kann auch diese Grundstücke zusammenfügen. Das geht mit einem /merge-Befehl, kostet aber $50.000. Beziehungsweise, wenn ihr einen Geschenkegutschein habt, einen Merch-Gutschein, das sind so wieder extra Items. Die interessieren uns aber erstmal nicht. Ihr bekommt erstmal hier so ein komplett leeres 32x32 Grundstück, worauf ihr dann bauen könnt und was auch immer ihr darauf anstellen wollt. Mit /ph kommt ihr immer zu diesem Grundstück von euch zurück. Ihr könnt bis zu 4x P-Auto machen. Damit habt ihr 4 Grundstücke. Jedes weitere kostet $10.000. Zum ersten kommt ihr mit PH oder PH2, 3 bzw. 4, je nachdem zu welchem Plot ihr wollt. Ihr könnt natürlich euch auch seit neuestem auch die Plots so hin und her verschieben, wie ihr wollt. Beziehungsweise ihr seid jetzt auf eurem zweiten Plot, wollt aber nicht mehr, dass es euer zweites Plot ist, sondern euer erstes Plot. Dann gebt ihr einfach ein /p, z order und 1. Das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil das nicht mein Grundstück ist, aber das nur zum Verständnis. Wenn wir /pi machen, bekommen wir alle Informationen zu eurem Grundstück, beziehungsweise auf dem Grundstück von auch jemand anderen. Zudem kommt ihr dann einfach mit ph, dann Doppelpunkt, zum Beispiel 1, 2, wenn ihr zum ersten geht, dann müsst ihr dieses Doppelpunkt 1 nicht machen, aber wenn ihr zum Beispiel zu einem fünften Plot von wem wollt, müsst ihr ph Doppelpunkt 5 und dann eben des Spielers den Namen eingeben und dann kommt ihr auch zu ihm. Kommen wir mal zu den Grundstücksinfos zurück. Hier habt ihr einfach mal die ID. Ihr könnt auch mit PH-1830 zu diesem Plot kommen. Das macht in der Regel niemand und das braucht ihr auch nicht. Ihr könnt einfach PH und dann seid ihr bei eurem Plot und fertig ist das. Der Alias ist ein sogenannter Extraname für euer Plot. Bedeutet mit /p alias set. Und jetzt gebt ihr zum Beispiel ein Shop XY. Wenn ihr das macht, dann wird euer Plot nicht nur unter ph und dann euer Spielername zur Verfügung gestellt, sondern wenn man dann auch ph shop XY eingibt, kommt man ebenso zu eurem Plot. Das ist nämlich dann dieser sogenannte Alias. Der Besitzer, das seid in der Regel ihr, wenn ihr auf eurem Plot steht. Dann haben wir hier das Biom. Das ist in der Regel standardgemäß Forest gesetzt. Es gibt natürlich auch viele andere Biome, aber zum Start ist das für euch irrelevant. Eine sehr wichtige Sache. Helfer vertraut verboten. Die Helfer, die könnt ihr einfach mit P, Add und dann den Spielernamen hinzufügen. Das sind dann Leute, am besten denen ihr vertraut, die ihr nur kennt. Wenn ihr nicht diese Leute kennt, dann fügt sie auf gar keinen Fall zu eurem Plot hinzu, weil die können dann eben alles abbauen und benutzen. Mit p-add fügt ihr einen Helfer hinzu. Dieser kann ausschließlich bauen, wenn ihr auf dem aktuellen Citybuild online seid. Wenn ihr offline seid,
kann dieser Spieler nicht mehr bauen. Mit Slash P Trust und den Namen kann dieser Spieler auch alles ab und hin bauen, wenn ihr offline seid. Bedeutet, er hat fast so viele Rechte wie ihr, nur ein bisschen weniger, aber er kann sozusagen auf euer Plot alles machen, was er will. Deshalb dort nur die engsten Freunde, denen ihr auch vertraut, diese Rechte geben. Verboten, wenn ihr jemanden nicht mal als Helfer oder vertraut haben möchtet, dann gebt einfach P Remove und den Namen ein und dann wird er aus dieser Liste entfernt und kann nichts mehr auf eurem Plot machen. Verbotene Spieler, das bedeutet einfach mit Slash P Danny und dann den Namen. Dieser Spieler kann dann nicht mehr auf euer Plot oder auf euer Grundstück gehen, geschweige denn, wenn ihr euer Home von eurem Plot auf euer Plot gesetzt habt. Das macht ihr mit P Set Home und dann eure ID-Nummer. Das wäre jetzt -18.30. Dann würdet ihr, wenn ihr diesen Befehl hier eingebt, natürlich mit eurer ID, würdet ihr den Spawnpunkt für euer Plot direkt dort, wo ihr steht, hinsetzen. In der Regel tut man ja vor dem Plot spawnen. Aber wenn ihr diesen Befehl eingibt, tut ihr auf dem Plot spawnen und dann könnte dieser Spieler sich nicht mehr zu eurem Plot teleportieren. In der Regel kommt er dann noch hin, kann aber euer Plot nicht mehr betreten. Die Flags sind eine sehr interessante und wichtige Sache auch für euer Grundstück. Dazu gehe ich jetzt einfach mal auf meinen Plot. Hier seht ihr schon, ich bekomme eine Willkommensnachricht. Wir geben hier mal PI ein und dann seht ihr schon, ich habe hier zum Beispiel eine Greeting Flag, bedeutet immer wenn jemand auf das Plot geht, bekommt er diese Nachricht, willkommen auf dem Anwesen von der Teddybär. Es gibt noch ein Bewertungssystem, ist jetzt erstmal nicht so wichtig, dann darf man sich auf meinem Plot auch keine Homes setzen oder PvPs aus und Explosionen auch. Am besten gebt ihr einfach mal ein Slash P, das geht auch mit Slash Menü, aber Slash P ist kürzer. Und dann wird euch eben hier so ein Menü aufgemacht. Hier habt ihr die Grundstücksbefehle, einmal den Grundstückschat, einen Alias entfernen, zum Beispiel Shop XY, wenn ihr euren Shop oder euer Plot so genannt habt. Aber Achtung, ihr könnt ein Alias nur einmal verwenden. Wenn dieser Alias schon von einem anderen Spieler verwendet wird, könnt ihr den nicht mehr nehmen. Mein Plot hat ja zum Beispiel den Menschen Alias. Ihr könnt ihr natürlich eure Einstellungen zurücksetzen, aber das solltet ihr tun, bevor ihr Slash mercht, falls ihr das vorhabt. Hier habt ihr noch die ganzen News oder Grundstücksflags. PvP ist zum Beispiel halt normales Hauen. PvE ist nämlich das Ganze eben nur mit Tieren etc. Aber ich gehe jetzt nicht diese ganzen, ja, Flags durch, das könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das denn braucht. Wenn ihr auf eurem Plot seid, dann habt ihr ja in der Regel nur die Start-Items und mehr auch nicht. Es gibt im Internet eine Seite, das ist ein Community-Projekt, griefer.info. Ich verlinke euch auch alle wichtigen Seiten unten in der Beschreibung. Hier gibt es einen Tab, einen Reiter, den nennt sich Free Stuff. Wenn wir dort einmal draufklicken, dann wird uns direkt eine ganze Liste voller Sachen angezeigt. Darauf gehen wir jetzt alles gar nicht ein, weil das alles so durchzugehen, das bringt jetzt sowieso eh nichts. Ihr gebt am besten einfach, je nachdem, ob ihr direkt auf eurem Citybuild bleiben wollt oder etwas Spezielles sucht, da würde ich dann alle empfehlen. Hier könnt ihr euer Item aussuchen, was ihr kostenlos haben wollt, beziehungsweise nutzen wollt, zum Beispiel Ambosse, ein 4-Gewinn-Spiel. Aber sei es jetzt, ihr wollt jetzt zum Beispiel etwas zu essen haben, dann klickt ihr zum Beispiel auf Kartoffel und dann sehen wir zum Beispiel auf Citybuild 16 bei PH Winkelgasse gibt es 26... Ich denke mal, Karotten sind noch verfügbar oder Kisten, die bereitgestellt wurden, wo ihr euch kostenlos Kartoffeln rausnehmen könnt. Ihr könnt natürlich über den Chat auch fragen, ob jemand euch was zu essen geben kann. Es gibt in der Regel sehr viele Plots, wo ihr kostenlos Essen bekommt. Da ist die Community auch sehr hilfsbereit. Es gibt natürlich auch Supporter und Moderatoren auf dem Citybuild. Aktuell ist jetzt nur ein Content hier online, aber die Teammitglieder sind auch sehr hilfsbereit. Aber tut ihr auch nicht mit Fragen löchern, die Community ist ebenso hilfsbereit und beantwortet euch eben auch Fragen. Das nächste, ihr wollt nämlich jetzt etwas farmen gehen, ihr wollt in die Oberworld, in den Nether, wie auch immer. Mit Slash Warp Farmwelt kommt ihr eben hier hin zu diesem, ja, kleinen Spawn in der Luft. Hier steht schon unten Spawnbereich 295 Blöcke von der Grenze entfernt. Bedeutet, ihr müsst jetzt erstmal diese 295 Blöcke eben laufen. Ihr könnt hier runterspringen, keine Sorge, ihr bekommt natürlich keinen Fallschaden. Die Anzeige unten aktualisiert sich natürlich auch immer.
Bedeutet, wenn ihr dann eben aus diesem Bereich raus seid, wo ihr hier eben nichts abbauen könnt, damit nämlich nicht der komplette Spawn gleich abgebaut wird. Übrigens, wenn es jetzt bei euch wie bei mir Nacht ist, könnt ihr auch mit dem Befehl ptime day das Ganze auf Tag stellen. Oder wenn ihr ein Add davor macht und dann eben Enter macht, dann wird die ganze Zeit Tag bei euch bleiben. Ich bin jetzt hier gerade aus der Grenze raus und wir können hier auch jetzt wirklich alles abbauen, mitnehmen, wie auch immer. Hier können wir ja zum Beispiel mit unserer Axt, wenn ihr noch keine habt, dann tut ihr euch natürlich erstmal eine Holzaxt machen. Ich habe hier zum Beispiel hier schon eine Effizienz-Diamanten-Axt. Damit geht das natürlich schneller. Aber für den Anfang wisst ihr erstmal so weit Bescheid. Mit Slash Warp Nether kommt ihr ebenso in den Nether. Hier müsst ihr nirgendwo runterspringen. Hier seid ihr eben gleich am Boden. In der Regel, eigentlich sollte das immer so sein. Hier habt ihr nur 70 Blöcke. Eine Spawn Protection bedeutet, hier seid ihr ganz schnell raus. Hier könnt ihr auch schon alles abbauen eben. Und los geht's mit Quarzfarm oder was auch immer ihr farmen wollt im Nether. Seid ihr jetzt an einer bestimmten Position, sei es in der Farmwelt, auf eurem City-Build oder eben hier im Nether, dann könnt ihr einfach mal mit Slash Set Home, dann gebt ihr eurem Home einen Namen, zum Beispiel Farm. Ihr könnt natürlich eine maximale Anzahl an Homes haben bzw. besitzen. Also ihr könnt euch nicht hunderte von diesen machen. Also seid wirklich sparsam damit. Aber wenn ihr dann euch diesen Home Farm hingesetzt habt, dann könnt ihr mit Home Farm euch eben dann wieder dorthin teleportieren. Und dann seid ihr an der exakten Stelle wieder in der Farmwelt oder im Nether. Sei aber dazu gesagt, am vierten Tage des Monats bzw. jeden Monat am vierten Tage wird die Farmwelt und der Nether zurückgesetzt. Bedeutet, ihr werdet nicht mehr an derselben Position, also an der Koordinate schon spawnen, aber eure Umgebung sieht dann entsprechend anders aus. Das solltet ihr beachten. Gerade im Nether solltet ihr aufpassen, dass ihr eventuell in Lava spawnen könntet. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber kann passieren. Was auch wichtig ist, und zwar gibt es mit Slash Booster eine Übersicht zu Boostern, die aktuell aktiviert sind oder aktiviert werden können. Hier oben seht ihr die Anzahl der Booster, die ihr habt. Im Normalfall sollte am Anfang hier über bei euch eine 0 stehen. Wir haben hier den Break Booster. Der ist gerade auf Stufe 3, bedeutet, ihr könnt einfach alles viel schneller abbauen. Dann der Drop Booster, die lässt einfach mehr Sachen fallen. Der Fly Booster ist, denke ich mal, selbsterklärend. Damit könnt ihr eben auf dem City Build fliegen. In der Farmwelt und dem Nether geht das nicht mit dem Booster. Dort braucht ihr dann spezielle Tränke, die ihr euch bei einem Orbhändler kaufen wollt. Das erkläre ich euch aber später auch noch, wie ihr die bekommt. Der Mob Booster, dadurch bekommt ihr eben durch normale Mobs, wie zum Beispiel Spinnen, Skelette, eben viel mehr Sachen raus. Das ist vor allen Dingen für Farms generell effizient. Der Unterschied zum Drop Booster ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Nether seid und Quarz abbaut, bekommt ihr dort auch viel mehr Quarz raus. Das ist nicht nur für Mobs. Der XP Booster, wenn der aktiviert ist, dann bekommt ihr einfach durch diverse Dinge, durch die ihr normalerweise XP bekommt, einfach genau denselben XP plus einen Bonus obendrauf. Angenommen, ihr seid jetzt auf eurem Plot und habt einen Shop gebaut. Oder ihr seid bei einem Shop und wollt was kaufen. Jetzt ist natürlich ziemlich schwierig als Anfänger die Preise auf dem Server zu wissen. Das verlangt auch keiner von euch, da sind auch viele hilfsbereit, aber ihr könnt euch da selber ganz einfach Abhilfe schaffen. Auf wert.griefergames.de, natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, findet ihr diese Seite. Hier gibt es Preisinformationen für das CityBuild 1.8 und CityBuild 1.19 Netzwerk. Wenn ihr hier drauf kommt, dann seid ihr in der Regel auf CityBuild 1.8. Ihr könnt natürlich auch auf der 1.19, wenn ihr dort spielen solltet. Aber wir gehen jetzt mal von der 1.8 aus. Dann könnt ihr hier nach einem Item suchen oder ihr klickt zum Beispiel hier euch durch. Top Items sind zum Beispiel ein Beacon. Wenn ihr hier mit dem Mauszeiger einfach drauf geht, dann seht ihr schon, ein Stück kostet aktuell 2,8. bis 3,1000. Das K ist einfach eine Abkürzung für 1000 und M oder Mio für Millionen. Der Stack, das ist also 64 Stück, kosten 197
bis 205.000 Dollar. Hier gibt es natürlich auch Befehle, die Spieler verkaufen mit einem gewissen Rang, den sie über den Shop erworben haben, das ist aber für den Anfang relativ irrelevant. Wenn ihr jetzt ein spezielles Item sucht, wie zum Beispiel ihr wollt Gras kaufen, warum auch immer, dann seht ihr schon, alles Mögliche wird euch hier angezeigt. Es gibt spezielle Köpfe auch, dazu später auch mehr. Hier gibt es ja zum Beispiel den ganz normalen Grasblock, da könnt ihr hier drauf gehen. Dann seht ihr hier das Stück, also ein einzelner, da gibt es in der Regel keinen Preis. Der Stack 30 bis 50, also Stück gibt es schon in der Regel Preise, aber für Blöcke nicht, sondern eher für spezielle Items. Ihr seht ihr halt, der Stack kostet aktuell 30 bis 50 Dollar oder die Doppelkiste. Da gibt es auch eine Abkürzung für, aber die ganzen Abkürzungen erkläre ich euch später. Die Doppelkiste kostet 2 bis 2.500. Das Ganze gibt es hier mit den meisten Items. Es gibt auch Items, da steht kein Wert dran, weil diese eben so selten gehandelt werden, dass das Team eben dort keinen genauen Wert ermitteln konnte. Auch eine wichtige Sache, wenn ihr handeln wollt, es gibt sogenannte Mittelsmänner. Diese Mittelsmänner, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. In der Regel haben die zwei Truhen auf ihren Plots oder wenn sie halt ihr Plots machen, dann natürlich findet das ohne Truhen statt. Aber wenn ihr eben ein Item verkaufen wollt oder kaufen wollt, dann spiele ich jetzt mal angenommen, ich bin jetzt der Mittelsmann. Ihr wollt einen Stack Grasblöcke kaufen, also in der Regel nimmt man nicht für Grasblöcke einen Mittelsmann, sondern für eher wertvollere Items, aber nur mal als Beispiel genommen, ihr wollt einen Stack Grasblöcke kaufen. Jetzt gibt es aber Spieler XY. Ihr wisst nicht, möchte der euch über den Tisch ziehen oder nicht. Ist das ein Scammer? Ein Scammer ist jemand, der nichts Gutes euch will. Der will in der Regel nur euer Besitz, euer Hab und Gut stehlen. Dann komme ich als Mittelsmann ins Spiel und dann verlange ich jetzt zum Beispiel von dem Spieler, der jetzt euer Grasblock, euren Stack Grasblöcke kaufen will, verlange ich jetzt das Geld von ihm. Bedeutet, ich sollte in der Regel scamfrei sein. Achtet darauf, dass ihr nur Mittelsmänner nehmt, die ihr kennt und denen ihr auch vertrauen solltet, dann gibt eben dieser Spieler XY mir das Geld. Dann sage ich, das Ganze findet in der Regel über den Plot-Chat statt, P-Chat. Und dann, wenn ihr jetzt Hey schreibt, dann seht ihr hier der Plot-Chat und mein Name und die Nachricht. Dann gibt Spieler XY mir das Geld, was er eben euch zahlen wollen würde für euren Stack Grasblöcke. Wenn ich das Geld erhalten habe, dann schreibt der Mittelsmann, Geld ist da, und dann gibt er euch einen Trust, also dass ihr eben auf eine Kiste zugreifen könnt. Dann legt ihr hier euren Stack Grasblöcke rein. Ich lege jetzt hier zum Beispiel als Beispiel mal Eichenholz rein. Und dann nehmt ihr euch eben, wenn ihr das Item reingelegt habt, wieder die Rechte für dieses Plot weg. Dann schaut er rein, nimmt das Eichenholz oder den Gras raus, legt den in eine zweite Truhe, weil es einen gewissen Bug oder manche nutzen das bisschen aus, dass sie eben noch in diese Truhe reinschauen können. Deswegen werden in der Regel zwei Truhen genommen und dann bekommt der das eben kaufen wollte, Berechtigung für dieses Plot und kann sich das Item dann rausnehmen. Und der Mittelsmann gibt euch dann das Geld. Eine ganz kurze Zusammenfassung, alles was ihr eben dem anderen geben wollt, bekommt der Mittelsmann und der verteilt das dann gerecht auf. Verkaufen könnt ihr auch über das Griefer Games Forum, das verlinke euch ich auch eben mal. Ein spezielles Video dazu werde ich jetzt nicht machen, da das relativ selbsterklärend ist mit den ganzen Reitern dort. Dort ist eben alles genau ausgeschildert, also kann man nicht unbedingt verfehlen, man sollte sich etwas reinlesen, aber das sollte auch relativ schnell erklärt sein. Falls ihr jetzt nicht wisst, tut dieser Spieler scammen oder nicht, auf dieser griefer.info-Seite, wo wir vorhin waren, könnt ihr auch oben in die Suchleiste eben den Spielernamen eingeben und dann wird dort eben der Spieler auftauchen. Entweder ist er gelistet im Radar, das ist dann rot markiert oder nicht. Oder ihr holt euch ein Scammer-Radar-Add-on, das habe ich jetzt zum Beispiel hier bei Labymod drinne. Aber wenn ihr jetzt kein Labymod oder Mystery Mod habt, dann geht ihr einfach auf die griefer.info-Seite und gebt dort den Namen ein und dann wisst ihr das. Nicht alle Scammer sind aber dort gelistet. Also ihr könnt auch gerne im Chat fragen, scammt Spieler XY, und dann werdet ihr eben auch Nachrichten erhalten. Ja, der scammt oder nein, der ist scamfrei. Kommen wir mal zu den ganzen Abkürzungen. Die werden nämlich hier sehr oft benutzt im Chat. Der Mittelsmann wird einfach mit 2M, also MM, abgekürzt. Das kann aber auch für Mystery Mod stehen, je nach Bedeutung. Dann CB ist der City Build, ganz logisch. D
DK steht für Doppelkiste. Es kann nämlich sein, dass jemand schreibt, verkaufe eine DK-Doppelkiste Gras. Das bedeutet dann, er verkauft eine Doppelkiste Gras. Ich wusste jetzt auch eine Zeit lang nicht, was DK heißt. Dann habe ich mal nachgefragt und wusste ich, ah, okay, DK heißt Doppelkiste. EC, das ist die Ender-Chest. Die könnt ihr auch mit EC aufmachen. Dort würde ich euch raten, tut ihr nur die wertvollsten Items, die ihr besitzt, rein. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Spawner, ein erschaffe Dorfbewohner MBT 0 Tag. Was MBT ist, braucht ihr jetzt erstmal nicht wissen, aber das ist schon ein selteneres Item. Oder Dracheneier, Beacons etc. solltet ihr alles in eurer Ender Chest lagern. Dort kann zwar jeder reinsehen mit zum Beispiel EC und dann eurem Namen, aber er kann nichts rausnehmen. Ebenso kann jeder oder ihr auch in das Inventar von anderen Spielern sehen. Zum Beispiel sehe ich hier gerade im Chat mit Verachtung. Dort gebt ihr dann eben den Namen ein. Oder bei mir hat er jetzt zum Beispiel mir getaggt. Dann machen wir Investieren und dann sehen wir gerade zum Beispiel die Mia, so wie es aussieht, ist gerade am Bauen. Aber auch hier kann ich nichts rausnehmen, das ist alles geschützt. Dann haben wir das GS oder Plot, das ist das Grundstück eben. MSG oder DM ist eine Direktnachricht und zwar mit MSG und dann den Spielernamen. Ich schreibe hier zum Beispiel eine Direktnachricht an mich selbst und dann schreibe ich Hey. Bei mir ist das jetzt auf der rechten Seite wegen Labimod, in der Regel ist das links im normalen Chat und dann seht ihr eben, dass ihr oder jemand anderes euch angeschrieben hat und das könnt dann nur ihr und die andere Person sehen. Pay, das ist das Bezahlsystem, das Geld oder ja das Konto. Sehr wichtiges Thema, mit Slash Pay und dann den Namen von dem Spieler, zum Beispiel wenn ich jetzt einem Spieler namens der Teddybär, das wäre jetzt ich, da würde ich mir zum Beispiel selber einen Dollar schicken, dann habe ich jetzt der Teddybär einen Dollar gegeben. Das Ganze könnt ihr aber nicht zurückziehen, das ist hier kein PayPal-Käuferschutz, was es hier gibt, das gibt es hier nicht. Wenn das Geld draußen ist, dann ist das weg. Also auch aufpassen, wem ihr das wirklich gebt. Vertraut den Spielern. Das Geld seht ihr rechts im Scoreboard beim Kontostand. Ich habe hier zum Beispiel 2226 Dollar und 87 Cent. Oder mit Slash Money seht ihr das auch nochmal. Es wurde vor Jahren eine Bank eingeführt. Das ist jetzt kein Grundstück irgendwo. Das ist serverübergreifend. Bedeutet, auf City Build 5 habt ihr dasselbe Geld wie auf City Build 4 oder City Build 22. Mit Slash Bank einzahlen, das geht ab 1000 Dollar, könnt ihr jetzt zum Beispiel diese 1000 Dollar oder bei mir werden 2000 Dollar einzahlen. Dann gebt ihr hier eben diesen Betrag ein. 2226. Centbeträge könnt ihr nicht angeben. Das funktioniert nicht. Oder was ihr auch machen wollt, wenn ihr jetzt eben das Ganze in eure Bank eingezahlt habt, könnt ihr mit Bank abheben, könnt ihr jetzt auch wieder ab 1000 Dollar eben Geld von eurer Bank abheben. Wie viel auf eurer Bank ist, seht ihr mit PH Bank Guthaben und dann wird euch eben der Guthabenstand von eurem Konto angezeigt. Ihr könnt dort nicht ins Dispo gehen, wenn das auf 0 ist, dann könnt ihr wirklich da nichts mehr abziehen. Kommen wir mal zu den ganzen Warps. Also es gibt ja Warp Farmwelt und Warp Nether. Ihr könnt mit Slash Warp Spawn auch zum Spawn kommen. Ihr könnt natürlich auch nur Slash Spawn eingeben, das funktioniert auch. Aber wenn wir jetzt mal hier Slash Warps eingeben, dann seht ihr folgende Warp-Punkte. Diese sind von City Build zu City Build unterschiedlich. Zum Beispiel die von den User bekommenen Warps, zum Beispiel Achterbahn oder Märchenwald. Das sind jetzt Warps, die jetzt nicht selber vom Server erstellt worden sind, sondern die haben eben Spieler bekommen dafür, dass sie was richtig Cooles gebaut haben. Wir sehen hier zum Beispiel Warp Gefängnis, Orbs, Partikelmuseum, Spawn und Stadt. Orbs und Stadt ist sozusagen dasselbe. Ich würde euch immer empfehlen, Warp Orbs zu machen, denn dann kommen wir hier hin. Wenn ihr Warpstadt eingibt, kommt ihr eben da vorne raus. Da müsst ihr eben hier noch ein Stückchen laufen. Wenn wir hier einmal links gehen, dann kommen wir hier zum Vote-System. Und dort können wir auch einmal schauen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine tägliche Vote-Streak. Also ich habe 441 Tage lang hintereinander jeden Tag gevotet. Das Ganze können wir mit Slash Vote machen. Das gebt ihr einfach ein und dann kommt eben diese Anzeige. Hier kriegt ihr den Link vote.griefergames.net. Für das Voten erhältst du eine Vote-Kiste, welche du im Spawn einlösen kannst, um an hilfreiche Items zu kommen. Mit Slash Geschenk bekommst du deine Belohnung.
Bedeutet, ihr klickt auf den Link, dann eben auf Ja. Je nach Vote Streak können wir hier mal draufklicken und seht ihr, bekommen wir verschiedene Belohnungen. Ab Tag 10 bekommen wir zum Beispiel schon 1000 Dollar und nochmal eine Votekiste geschenkt. Und so weiter und so fort geht das nämlich dann, je höher eure Vote Streak ist, mit höheren Belohnungen. In der Mitte hier haben wir den Bürgermeister. Wichtig, das macht ihr nur, wenn ihr eurem Haupt-City-Bild eben gefunden habt. Mein Haupt-City-Bild ist City-Bild 4. Dann klicken wir hier einfach drauf. Dann sehen wir eben CityBuild Office. Dieses ist das Verwaltungsbüro dieses CityBuilds, zuständig für CityBuild 4. Dann habt ihr eben hier euren Spielernamen oder euren Spielerkopf eher gesagt. Bewohnermeldeamt, zuständig für Bewohneranliegen. Klicke, um zum Bewohnermeldeamt zu gelangen. Dann klickt ihr hier drauf und dann kriegt ihr hier ein Bürger-Item oder aktualisiert euer Bürger-Item. Wenn ihr noch keins habt oder schon eins habt, aber es aktualisieren wollt, ihr bekommt dann eine Nachricht, wenn ihr das noch nicht getan habt, ob ihr wirklich diesen Citybuild als euren Haupt-Citybuild euch hier registrieren wollt. Aktuell gibt es außer dieser Citybuild-Karte noch kein Item oder Features für dieses Bürgermeister-Tool, aber in der Zukunft wird da noch was kommen. Deswegen auch ganz wichtig, tut das nur auf eurem Haupt-City-Bild, denn jede Änderung kostet 10.000 Dollar. Hier links haben wir vom Bürgermeister aus die Lotterie. Dort könnt ihr eben Lotto spielen, aber ich sag euch ehrlich, ich habe da noch nie Plus gemacht. Ich habe hier in der Regel nur Verluste gemacht. Hier können wir eben Lottoscheine kaufen, überprüfen und wann die nächste Ziehung ist, sehen wir auch. Aber ich sag euch wirklich, lasst die Finger davon, ich habe noch nie was gewonnen. Manche haben schon was gewonnen, das will ich überhaupt nicht hier abstreiten, aber ich habe zum Beispiel noch nie was gewonnen. Aber für Anfänger solltet ihr dort wirklich die Finger von lassen. Dann haben wir hier die Orb-Statistiken, das ist jetzt für euch eher irrelevant. Hier haben wir nämlich rechts noch das Orb-System, einmal den Orb-Händler und den Orb-Verkäufer. Das Orb-System ist nochmal eine zweite Währung, die aber nicht so gehandelt wird wie Griefer Games Dollar. Zum Beispiel hier im Scoreboard seht ihr ja euren Kontostand. Dieses Orb-System ist eine eigene Währung. Wenn ihr hier nämlich mal draufklickt, dann seht ihr hier zum Beispiel Items, zum Beispiel Holzstämme. Und dann seht ihr, könnt ihr hier verschiedene Holzarten abgeben. Zum Beispiel Eichenholzstämme und dann seht ihr, für einen Eichenholzstamm bekommt ihr 10 Orbs. Ihr könnt das mit sehr vielen Items machen. Hier habt ihr immer die Kategorien. Hier oben habt ihr euren Kontostand. Ich habe jetzt 19,3 Millionen Orbs schon. Wie ihr diese Orbs bekommt am besten, da habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon viele Videos zu gemacht. Schaut euch da einfach mal um. Hier steht nochmal die Information, wenn du auf ein Item in deinem Inventar klickst, kommst du direkt zum Verkauf dieses Item. Was er meint, ich klicke jetzt auf den Eichenholzstamm und dann komme ich direkt in dieses Menü und kann jetzt zum Beispiel diese 6 Eichenholzstämme für 60 Orbs verkaufen. Und wenn wir das machen, bekommen wir hier schon eine Nachricht. Du hast erfolgreich 6 Eichenholzstämme für 6 Orbs verkauft. Für 60 Orbs, tut mir leid. Das ist hier natürlich etwas bei mir jetzt abgehackt, weil ich das so eingestellt habe. Wenn wir jetzt eine bestimmte Anzahl an Orbs haben, können wir zu diesem Orbhändler gehen und kaufen uns irgendetwas. Hier haben wir nochmal unseren Orbstand. Hier haben wir spezielle Items, wie zum Beispiel einen Comment-Block für 1 Milliarde Orbs. Das müsst ihr erstmal reichen. Wir können uns aber auch für 350.000 Orbs einen Flugtrank kaufen. Und wenn ihr den trinkt, dann könnt ihr auch in der Farmwelt oder im Nether fliegen. Auf dem Citybuild geht das natürlich auch, aber den solltet ihr auf dem Citybuild nur trinken, wenn gerade wirklich nichts los ist, so dass kein Booster in der nächsten Zeit gezündet wird. Hier haben wir auch magische Wassereimer oder Lavaeimer, mit denen man 1000 Lava oder Wasser setzen kann oder auch 1000 Wasser oder Lava einziehen kann. Und eben noch spezielle Items, zum Beispiel auch Perks. Das ist auch was Interessantes. Mit Slash Perks haben wir hier nämlich eine Auswahl an zusätzlichen Add-ons, sage ich mal, die wir nämlich freischalten können. Das Ganze kaufen wir uns mit Griefer Games Dollar oder über den Orb-Händler. Hier können wir 3 bestimmte Perks kaufen. Einmal das Feuerresistenz-Perk, dort bekommt ihr dann eben nie wieder Feuerschaden für 20 Millionen Orb. Das Nachtsicht-Perk, mit dem ihr eben den Nachtsicht-Trank-Effekt habt für 10 Millionen Orbs, für immer logischerweise, das läuft nicht ab. Oder ein Unterwasseratmungs-Perk, damit bekommt ihr eben keine Luftbläschen mehr, die ablaufen. Oder die restlichen Perks, die kauft ihr über dieses Menü. Zum Beispiel kein Fallschaden mehr bekommen. Ich habe jetzt diese ganze obere Reihe, das sieht man hier daran, dass diese eben Glasscheiben hier schon leuchten, verzaubert sind.
Hier seht ihr eben diese ganzen Perks und die ganzen Preise, zum Beispiel der Clear Chat Befehl. Da stehen auch immer die Erklärungen dafür, was ihr damit machen könnt. Hier haben wir zum Beispiel auch den Start Kick Befehl, den erkläre ich auch mal kurz. Es gibt nämlich den sogenannten Start Kick und den Start Jail. Findet jetzt jemand, der dieses Perk hat, einen Scammer, dann kann dieser mit / Start Kick dann den Scammernamen und eine Begründung, welcher Startkick oder wofür dieser Spieler rausgeworfen werden soll, zum Beispiel scammen. Und dann kommt im Chat eben eine Nachricht von Startkick. Soll der Spieler, Scammername zum Beispiel, rausgeworfen werden, Ersteller der Teddybär, Begründung, er scammt. Dann könnt ihr für Ja oder Nein antworten bzw. stimmen. Einmal könnt ihr eben die Stimme revidieren bzw. wenn ihr Ja gemacht habt oder jetzt sagt, ey, ich wollte gar nicht Ja machen, sondern / Nein. Ihr könnt im Chat klicken oder / Ja oder / Nein machen. Das Ganze natürlich nur, wenn die Abstimmung läuft. Und sollten die Mehrzahl, das müssten mindestens 20 Spieler sein, die abgestimmt haben und die Mehrzahl sollte davon für Ja gemacht haben bzw. gestimmt haben sollen, damit dieser Spieler rausgeworfen wird für 5 Minuten. Kann auch sein, dass es für 15 Minuten war, aber ich glaube, für 5 Minuten kann dieser Spieler dann den Server nicht mehr betreten. Das Ganze geht natürlich auch mit Star Jail, das kostet 10.000 Dollar. Dort kommt dieser Spieler dann zu / Warp Gefängnis. Dort kommen wir dann hier hin. Hier steht auch eine Warnung, Achtung, wenn du einbrichst, bist du gefangen. Der Spieler wird dann hier unten dort, wo dieses Hologramm ist, gespawnt und dann muss dieser hier eben eine gewisse Anzahl von Obsidian-Blöcken mit einer Goldspitzhacke abbauen. Dort kommt er dann auch nicht mehr mit PH oder so raus. Er muss diese Blöcke wirklich abbauen. Wenn ihr hier reinspringt, seid ihr natürlich gefangen, dann müsst ihr das genauso machen. Deshalb achtet wirklich hier darauf, ihr könnt natürlich von außen die Scammer mit Schneebällen, mit Eiern und so weiter abwerfen. Aber passt auf, dass ihr da nicht wirklich selber reinfallt. Zum Schluss haben wir noch das Partikelmuseum. Dort seht ihr eben, welche aktuellen Partikel es auf dem Server als Items zu erhalten geht. Aber diese Items sind für euch als Anfänger auch erstmal nicht wichtig. Kommen wir nochmal zum Voten zurück. Wenn ihr am Spawn seid, dann habt ihr hier einmal vorne links Case Opening und hinter euch noch einmal. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin zum Case Opening. Und dann habt ihr hier so eine Kiste mit ein paar Hologramm-Items. Die könnt ihr hier nicht wegnehmen. Da gibt es nämlich eine besondere Flag für, die das verhindert. Wenn ihr Rechtsklick drauf macht, dann haben wir hier erstmal ein relativ nicht so übersichtliches Menü. Hier sind nämlich viele Items, aber an sich ist das auch ganz einfach zu verstehen. Die hier sind nämlich nur die ganzen Glasscheiben eben zur Deko. Hier haben wir einmal die Vault-Kisten. Da habe ich ja zum Beispiel 309 Stück dafür. Wenn wir Rechtsklick drauf machen, sehen wir all das, was wir gewinnen können. Hier ganz oben sind immer die Hauptgewinne und umso weiter es geht, umso ja, weniger sind die Items eben speziell. Das Ganze können wir auch mit epischen Kisten machen. Das sind in der Regel die Kopfkisten. Hier könnt ihr nur Köpfe rausziehen oder auch so ganz kleine Sachen. Supreme-Kisten sind immer drin. Besondere Zufallskisten, wenn ihr die aufmacht, dann bekommt ihr eben, wenn ihr Glück habt, hier zum Beispiel so eine Super-Supreme-Kiste oder eben auch 10 Vault-Kisten raus. Bedeutet, ihr könnt dann 10 Vault-Kisten öffnen. Das wird dann eurem Guthaben hier gut geschrieben. Möbelkisten sind auch immer drin. Das Ganze ist natürlich speziell für Mystery-Mod. Hier gibt es natürlich auch so kleine Items, die ihr auch ohne Mystery-Mod nutzen könnt, aber speziell für Mystery-Mod ist diese Kiste, Osterkiste. Hier ist immer so eine Eventkiste, die wechselt sich immer ab zwischen Oster, Winter, Frühlingskiste, all das, was es so gibt. Hier haben wir die Kristalle. Ich habe jetzt zum Beispiel 1059 Kristalle. Wenn ihr auf meine Kisten geht, dann seht ihr eben alle eure Kisten. Ich habe jetzt hier Wortkisten und epische Kisten zur Verfügung. Oder bei Kisten kaufen können wir uns eben von unseren Kristallen hier eben Kisten kaufen. Auch ein wichtiger Punkt, der / Rezepte-Befehl. Wenn wir den einmal eingeben, kommen wir hier zu diesen Custom-Kategorien, Guide, Menü-Item. Haben wir einmal für die Mystery-Mod-Spieler Möbel, die wir craften können. Dort werden dann eben auch hier die ganzen Crafting-Rezepte angezeigt. Aber wenn ihr nicht Mystery-Mod spielt, dann ist das für euch auch irrelevant. Hier haben wir einmal die Item-Komprimierung. Das bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel einen Diamantblock 9-mal in eine Werkbank reinlegen. Übrigens können wir auch mit / Craft diese öffnen von überall. Ihr braucht nicht eine craften, die könnt ihr von überall aus nutzen. Wenn wir dort 9 Diamantblöcke reinsetzen, dann bekommen wir einen Block of Diamond 1. Zur Verständnis halber tue ich das hier einfach mal so machen. Und hier bekommen wir jetzt diesen Block of Diamond.
Jetzt haben wir hier an sich nur noch einen Diamantblock. Ah, bist du des Wahnsinns? Nein, bin ich nicht. Wenn wir diesen Block nämlich jetzt wieder in die Werkbank reinlegen, bekommen wir dort eben diese neuen Diamantblöcke wieder raus. Das Ganze können wir natürlich unendlich lang machen. Wir können jetzt natürlich jetzt diese 6 machen und bekommen da eben dann wieder alles zurück. Das Ganze geht auf mehreren Stufen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt 9 von diesen komprimierten 1er Diamantblöcken habt, dann könnt ihr auch so ein 2er Item erstellen. Daraus bekommt ihr dann eben, wenn ihr es umcraftet, die 1er Blöcke. Wenn ihr die umcraftet, bekommt ihr die normalen wieder raus. Das ist auch ein nettes Feature, um Platz zu sparen. Das Ganze geht natürlich mit zig Items hier. Der dritte Punkt ist außergewöhnliche Item-Rezepte. Hier seht ihr zum Beispiel ein antikes Schwert. Könnt ihr mit Dracheneiern, Leuchtfeuer und Enderportal-Rahmen craften. Aber ich sag euch so, wie es ist. Wenn ihr das Schwert so kauft, anstatt es selber zu craften, kommt ihr deutlich günstiger. Das Einzige, was ich euch ans Herz legen würde, wäre zum Beispiel Stein. Könnt ihr mit Bruchstein und Kohle craften. Oder hier so ein Dorfbewohner-Token. Aber die würde ich auch eher kaufen. Ist aber für euch eher irrelevant für den Anfang. Oder erschaffe Bruchsteingeneratoren. Kann man hier auch craften. Bringt euch aber für den Anfang auch erstmal nichts. Das ist, wenn ihr erstmal eine Zeit gespielt habt, werdet ihr auch verstehen, wofür das ist. Das ist nämlich für Farms. Die Dinger kann man in Spawner reinsetzen und dann kommen dort eben Erze und so weiter raus. Weitere Befehle könnt ihr auch mit / Anfang sehen. Hier bekommt ihr nämlich so ein kleines Anfänger-GUI. Zum Beispiel Grundstücksbefehle habt ihr hier eben nochmal alle, beziehungsweise die meisten Befehle eben nochmal in diesem Menü. Heißt, wenn ihr gerade nicht unbedingt nochmal dieses Video aufmachen wollt, dann gebt ihr einfach / Anfang ein. Und dann habt ihr eben hier auch verschiedene Befehle, zum Beispiel allgemeine Befehle, der Griefer Game Shop oder rechte Pakete, zum Beispiel Nick-Rechte. Hier können sich natürlich auch Leute nicken. Die Join-Rechte, das ist jetzt eher unnötig, weil die Server meistens nicht so voll sind. Aber kommen wir mal kurz zum Shop, damit wir das auch geklärt haben. Über den Shop-Befehl kommen wir zum Link shop.griefergames.net. Dort könnt ihr euch Ränge und Kristalle kaufen, die ihr fürs Case-Opening bekommt. Dort gibt es verschiedene Ränge zu kaufen, von Premium zu Supreme, der ist nur zu den speziellen Sales oder Festivals drinne. Aber für den Anfang würde ich euch noch keinen Rang empfehlen. Ich sag mal so, der Supreme-Rang, wie ich ihn jetzt habe, der kann / Premium und dann einen Spielernamen machen. Wenn ihr jetzt Anfänger seid, dann schreibt mich doch, wenn ich gerade online bin, auf City Build 4 oder 5 mal an. Fragt mich, hey, hast du gerade Premium frei? Ich habe dein Video gesehen. Wenn du es frei hast, kannst du mir Premium geben. Dann kann ich euch nämlich für 7 Tage den Premium-Rang schenken. Bedeutet, ihr bekommt dann von mir oder von einem anderen Supreme-Spieler, die fragen auch gelegentlich mal im Chat, hey, wer will denn Premium haben? Dann seid ihr am besten ganz schnell und tippt ein Ich und dann bekommt ihr den Premium-Rang, bezahlt dafür kein Geld. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die schmeißen euch diesen Rang hinterher. Also lasst euch bitte nicht bei jedem über den Tisch ziehen. Fragt mich einfach nett, wenn ich online bin und dann bekommt ihr das auch. Es gibt sogenannte Drop-Events und Abbau-Events. Drop-Events oder Abbau-Events werden auch meistens im Chat eben hier angekündigt. Drop-Events, da steht eben jemand auf einem Plot rum, droppt eben Sachen, die ihr einsammeln könnt und für euch dann nutzen könnt. Oder Abbau-Events, da geht ihr zu einem Plot hin und zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel morgen 19 Uhr findet dort ein Abbau-Event bei PH der Teddybär. Also jetzt findet dort nicht wirklich ein Abbau-Event, das ist jetzt nur ein Beispiel statt. Dann könnt ihr eben dort dann ab 19 Uhr alles abbauen und die Items dann wieder für euch behalten und nutzen. Aber bei Abbau-Events sind auch manchmal ganz lustige Leute, haben Lava-Eimer und setzen andere Leute wie euch zum Beispiel in Brand. Achtet bitte darauf, dass ihr ganz schnell, wenn ihr in Lava gesetzt werdet, meldet das den Ownern vom Plot, den Veranstaltern und rettet eure Items in Sicherheit, entweder schnell in die EC oder auf euer Plot. Zu guter Letzt, es gibt Labby-Mod, es gibt Mystery-Mod, Installationsvideos gibt es genug auf YouTube. Was würde ich euch empfehlen? Es gibt Plus- und negative Sachen, die man zu beiden sagen kann. Ich bin ganz klar Labby-Mod-Fan. Läuft stabiler, hat mehr Add-ons. Mystery-Mod hat dafür die Möbel. Beziehungsweise gerade wo ich jetzt nachdenke, die haben natürlich auch kosmetische Sachen für ihre Mod. Aber Labby-Mod ist an sich am großen ganzen Markt schon viel länger vertreten. Hat dementsprechend schon viel mehr Zeug. Am Ende des Tages müsst ihr für euch wissen, wollt ihr Labby-Mod, wollt ihr Mystery-Mod oder eine komplett andere Mod. Aber für Griefer Games würde ich euch Labby-Mod oder Mystery Mod empfehlen. Ihr könnt auch gerne meinem Discord joinen, der ist unten auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist der erste Link. Der zweite Link führt euch zum offiziellen Griefer Games Discord. Bedeutet,
Join einfach gerne mal auf die beiden Discords. Dort bekommt ihr dann immer eine Benachrichtigung von mir zum Beispiel, wenn ich ein neues Video hochlade oder gerade am Stream bin. Oder auf dem Griefer Games Discord bekommt ihr nämlich auch Zugriff zu den ganzen Channel. Könnt mit anderen Usern schreiben, könnt ein Ticket, falls ihr Hilfe von dem Teammitglied braucht, eben aufmachen. Oder generelle Changelogs, zum Beispiel Bugfixes, werden dort veröffentlicht, werden bei mir auch auf dem Discord an sich veröffentlicht. Aber die kommen eben von diesem Griefer Games Discord. Das war's auch mit dem großen Ultima Anfängerguide. Ihr habt alles, was ihr jetzt wissen müsst und ein paar kleine extra Features von mir bekommen. Vielleicht rennt man sich ein paar Mal über den Weg. Abonniert auch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Es gibt hier jeden Dienstag um 17 Uhr ein neues Video. Wie ihr Geld verdient, wie ihr Orbs verdient. Zum Beispiel die Griefer.infomod gibt es auch in-game für Forge. Aber das Ganze findet ihr in extra Videos auf meinem Kanal. Deshalb schaltet auf jeden Fall nächstes Mal wieder ein. Lasst auch gerne dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat. Ansonsten schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr dieses Anfänger-Guide. Hier sind ein paar Sachen drin, die es bei den anderen schon gar nicht gibt, weil die schon so veraltet sind. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß auf Griefer Games und ciao, Leute.